Wie ihr vielleicht der Presse entnommen habt, findet momentan wieder eine intensive Debatte statt über die Sicherstellung von Notarzteinsatzdiensten in ganz Bayern, aber auch bei uns in der Region C. Ich habe zu diesem Thema mit Dr. Alexander Hatz, dem ärztlichen Koordinator für die Notarzteinsatzdienste in der Region, gesprochen. Und ich war beeindruckt über seine Expertise, die natürlich aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Notarzt kommt. Diese Eindrücke habe ich mitgenommen nach München, wo wir in dieser Woche über die Notarztstudie, die das Bayerische Innenministerium in Auftrag gegeben hat, diskutiert haben. Und in den nächsten Wochen werden wir uns intensiv beschäftigen mit einer Novellierung des Rettungsdienstgesetzes. Also insgesamt geht es darum, auch für die Zukunft in ganz Bayern die Notarzteinsätze und den Rettungsdienst gut weiterzuentwickeln und hier die notwendigen Vorkehrungen zu treffen für eine sichere Zukunft.